gestern zwei Themen. Natürlich eine Nachlese zur Bundespräsidentenwahl und zweitens Thema ist natürlich Landtagswahl im Saarland und in Nordrhein-Westfalen. Als erstes zur Bundespräsidentenwahl. Wir sind über das Abschneiden unserer Kandidatin stolz. Wir haben mit großer Geschlossenheit als Wahlfrauen und Wahlmänner der Linken Beate Glasfeld gewählt und darüber hinaus Stimmen erhalten. Das ist für uns ein sehr, sehr gutes Ergebnis. Die Frage, die wir hatten, wer Beate Glasfeld nun wie geholfen hat bei ihrem Kampf gegen alte Neonazis in der Bundesrepublik Deutschland, zeigt mir, dass wir offensichtlich bei der Aufarbeitung unserer Vergangenheit noch nicht den Stand erreicht haben, den wir uns wünschen. Auch die Tatsache, dass Frau Glasfeld von den anderen Parteien nicht eingeladen wurde zur Vorstellung, zeigt mir ebenfalls, dass dort noch nicht alles in Richtung vernünftiger, praktizierter Demokratie läuft. Beate Glasfeld steht als Frau der Tat für gelebten Antifaschismus. Das war auch mit der Grund, warum wir sie nominiert haben. Und das ist besonders wichtig in einem Land, in dem zurzeit braune Terrorbanden 10 Jahre lang unentdeckt morden konnten. Wir haben die Zusage von Frau Glasfeld und darüber freuen wir uns, dass sie sich im Kampf gegen alte und neue Nazis weiter in der Bundesrepublik engagieren wird. Nämlich zum Beispiel im nächsten Jahr bei den Demonstrationen gegen die Neonazi-Aufmärsche in Dresden. Zu Herrn Gauck. Ich gratuliere ihm natürlich für die Wahl. Ich habe das gestern auch schon persönlich gemacht. Und ich möchte 4 Wünsche äußern. Der erste Wunsch wäre, den Freiheitsbegriff des Grundgesetzes tatsächlich ernst zu nehmen. Denn in unserem Grundgesetz gehören Freiheit und soziale Sicherheit zusammen. Das heißt, wir sind ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Und ein Mensch ist eben nicht frei, wenn er nicht weiß, wovon er und seine Kinder leben sollen. Der Verweis auf den Begriff Verantwortung reicht nicht aus. Gauck muss sich der Frage stellen, wo die Grenzen der Freiheit verlaufen. Und aus meiner Sicht verlaufen die Grenzen dort, wo die Freiheit der Unternehmer dazu führt, dass Menschen zu Billiglöhnen ausgebeutet werden. Oder die Freiheit dazu führt, dass die Banker auf Kosten der Steuerzahler zocken können, frei wie sie sind. Oder die Freiheit der Atomkonzerne zu Lasten der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger Milliarden zu scheffeln. All dort muss die Freiheit aus meiner Sicht eingeschränkt werden. Im Übrigen auch die Freiheit, Menschen auszuleihen in Form der Leiharbeit und sie nicht fest anzustellen, ist eine Freiheit, die aus unserer Sicht dringend eingeschränkt gehört. Also, wir wollen und ich wünsche mir von Herrn Gauck, dass tatsächlich dieser Freiheitsbegriff auch so verwendet und so erkannt wird, wie er von unserem Grundgesetz immer auch als sozialer und demokratischer Rechtsstaat gesehen wird. Zweitens, ich würde mir wünschen, dass wir von unserem Bundespräsidenten mehr Respekt für die Bürgerrechtsbewegungen unserer Zeit, unserer jetzigen Zeit, erfahren. Heute kämpfen viele Menschen gegen Sozialabbau, gegen entfesselte Bankenmacht und für faire Arbeitsbedingungen. Diese Menschen haben den Respekt und die Anerkennung des höchsten Mannes im Staate verdient, aber keine Belehrungen über die Rechtmäßigkeit ihres Anliegens und ihrer Mittel. Ich würde mir wünschen, dass wir hier mehr Respekt von unserem Staatsoberhaupt erfahren. Und drittens, ich wünsche mir auch mehr Respekt von der ganzen Lebensleistung der Ostdeutschen. Alle in politischer Verantwortung sind gut beraten, die Biografien von Menschen in Ostdeutschland nicht einseitig auf Diktatur und Unfreiheit zu reduzieren. Das wird weder dem Lebensgefühl der Menschen gerecht, noch ihrer Lebensleistung. Ja, ja, es war ein großer Akt, dass die Ostdeutschen die Mauer niedergerissen haben und freie Wahlen erkämpft haben. Darauf können wir alle stolz sein, insbesondere die Ostdeutschen selber. Aber das war nicht die einzige Leistung der Menschen, die in diesem Land gelebt und gearbeitet haben. Es wäre eine große Geste, wenn dieser Präsident sich für die schnelle Angleichung
der Ostrenten an das Westniveau einsetzen würde. Rente nach Lebensleistung für alle Deutschen. Und viertens, ein paar Worte zu seinen ersten Äußerungen als Präsident. Er hat in seiner gestrigen Rede von 56 Jahren Unfreiheit vor den freien Wahlen im März 1990 geredet. Damit nennt er die gesamte Epoche zwischen 1933 und 1989 in einem Atemzug. Das ist aus meiner Sicht unhistorisch, weil die nationalsozialistischen Verbrechen in ihrer Einmaligkeit und ihren Opfern in ganz Europa nicht gleichzusetzen sind mit dem Unrecht und dem Leid, das in der Nachkriegszeit in der DDR produziert wurde. Das ist wahrlich nicht gleichzusetzen. Das ist zweitens befremdend, weil ich mich schon frage, ob wir aus dem Mund dieses Bundespräsidenten ein Wort wie das seines Vorgängers Richard von Weizsäcker hören würden. Richard von Weizsäcker hat gesagt, ich zitiere, der 8. Mai 1945 war ein Tag der Befreiung. Unser jetziger Bundespräsident hat in einem Fernsehinterview Skepsis gegen die laufenden Bemühungen um ein Verbotsverfahren gegen die NPD artikuliert. Das halte ich gelinde gesagt für einen unglücklichen Einstieg in die politische Rede als Präsident dieses Landes. Woher er den Verdacht nimmt, dass das Verfahren nicht gut genug vorbereitet wird, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass diese Partei Hass sät und wirklich aus geschworenen Feinden der Freiheit besteht. Insofern wäre Herr Gauck gut beraten, dazu beizutragen, dass wir möglichst rasch ein solches Verbotsverfahren gegen die NPD bekommen. Und er wäre gut beraten, die handelnden politischen Parteien und Akteure darin zu ermutigen, die Freiheit auch in dieser Art und Weise zu verteidigen. Zu den Landtagswahlen im Saarland und in Nordrhein-Westfalen. 2012 ist unverhofft zum Wahljahr geworden. Und wir sehen immer deutlicher, dass das Thema Verschuldung öffentlicher Haushalte in allen Wahlkämpfen wohl auch ein zentrales Thema sein wird. Die Antwort unserer Partei auf die Herausforderung der Staatsschulden und auf die Verschuldung öffentlicher Haushalte insgesamt ist, dass wir einen sozialen Schuldenabbau wollen. Darin unterscheiden wir uns von allen anderen Parteien. Wir werden uns in allen Ländern dafür einsetzen, dass die Etatsanierung nicht auf Kosten der Bürgerinnen und Bürger erfolgt. Nicht nur im Saarland, sondern überall. Unsere Schuldenbremse heißt Millionärssteuer. Wir sind die einzige Partei, die den Haushalt eben nicht durch Sozialabbau, sondern durch höhere Einnahmen sanieren will. Und ich möchte in dem Zusammenhang auch nochmal gerne die schwäbische Hausfrau zitieren. Das mache ich wirklich gerne, weil die Kanzlerin sie immer gerne erwähnt. Eine schwäbische Hausfrau guckt nämlich nicht nur darauf, dass Einnahmen und Ausgaben im vernünftigen Verhältnis stehen, sondern sie guckt auch darauf, dass die Einnahmen stimmen. Im Zweifelsfall muss der Mann, der das Geld oft noch heranschafft, den mehr zu Hause abgeben. Und genau diesen Weg wollen wir auch gehen. Deshalb schlagen wir tatsächlich diese Millionärssteuer vor. Unsere Millionärssteuer ist die Schuldenbremse. Oder umgekehrt, unsere Schuldenbremse heißt Millionärssteuer. Und ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass wir mal eine Vermögensteuer in unserem Lande hatten, die zuletzt 1996 9 Milliarden Euro eingebracht hat im Jahr. Geht davon aus, wenn man die heute im selben Grundparameter einführen würde, hätte man wohl die doppelte Zahl von Milliarden, also ca. 20 Milliarden. Und ich weise darauf hin, dass es durchaus Rechtsauffassungen gibt, die sagen, eine solche Vermögensteuer, also auch eine Millionärsteuer, könnte auch auf Landesebene eingesetzt werden. Das wäre eine deutliche Möglichkeit, dass wir die Einnahmenseite der Haushalte erhöht und dass wir eben nicht die Haushalte damit saniert, dass man kürzt bei den sozialen Leistungen, dass man kürzt bei dem, was man ausgibt für Kindergärten, dass man kein Sozialticket einführt, wie es zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen eben geschehen ist. Wir halten uns, was Nordrhein-Westfalen angeht, das möchte ich noch mit aller Deutlichkeit sagen, alle Optionen offen. Wir halten uns natürlich auch eine Regierungsoption offen. Aber für uns sind nicht die Posten entscheidend, sondern die Inhalte. Wo Linke draufsteht, muss auch eine Politik des sozialen Ausgleichs drin sein. Ich mache das an einem Beispiel jetzt des Saarlands. Im Saarland sagen wir werben für eine rot-rote Landesregierung, weil das die einzige Option aus unserer Sicht ist, dass wir eine soziale Alternative
zu einer Koalition des Sparens bei den Menschen bieten kann. Deshalb sagen wir da, natürlich haben wir dort Regierungsoption. Und in Nordrhein-Westfalen müssen wir zur Kenntnis nehmen, dass eine sozialere Politik mit SPD und Grünen einfach nicht zu machen war. Wir gehen hier als soziale Opposition mit klarer Kante in den Wahlkampf. Natürlich auch, indem wir uns absetzen von dem, was SPD und Grünen in der Vergangenheit gemacht haben. Unsere Kernforderungen sind Etatsanierung durch höhere Steuern für Reiche, mehr Geld für sozialen Wohnungsbau, Krippenplätze, Kommunalfinanzen und Einführung eines Sozialtickets. Das wollen wir finanzieren, wie vorher besprochen. Aber wir schließen nicht aus, sagt es nochmal, wir schließen nicht aus, dass wir möglicherweise auch, wenn diese Forderungen umsetzbar sind, in entsprechenden Gesprächen mit denen, die dafür in Frage kommen, glaube ich nicht erwähnen, wer das wäre, dass wir dann auch in eine Regierungsoption gehen. Natürlich. Aber die Voraussetzung ist, dass die Inhalte stimmen. Und insofern ist klar, wir machen einen Wahlkampf für unsere Positionen. Wir machen keinen Lagerwahlkampf in Nordrhein-Westfalen, weil dieses Lager in dieser Form nicht existiert. Es gibt kein Lager in der Weise, dass man klare soziale Politik in Nordrhein-Westfalen sich auf die Fahne schreiben würde. Die Regierung ist ja schließlich auch an diesen Fragen gescheitert, dass sie in keiner Weise auf die Forderungen eingehen wollte, die wir im Sinne eines sozialeren Nordrhein-Westfalens aufgestellt haben. Wir sehen uns also insofern in keiner Weise als Mehrheitsbeschaffer. Und wenn diese Forderungen nicht entsprechend realisiert werden würden, dann würden wir uns auch als Oppositionspartei sehr, sehr wohlfühlen, denn wir glauben, dass auch in Opposition eine Korrektur einer Regierung in Richtung sozialeres Nordrhein-Westfalen erfolgen kann. In Nordrhein-Westfalen, das möchte ich noch sagen, ging es übrigens nicht ums Geld bei dieser Aktion des Scheiterns dieser Regierung, denn die Neuwahlen kosten laut Berechnungen des Bundes für Steuerzahler rund 40 Millionen Euro. Das von uns geforderte Sozialticket hätte 60 Millionen Euro gekostet. Da sieht man, dass diese Differenz offensichtlich nicht so groß war. Übrigens möchte ich darauf hinweisen, noch, was die Schuldenproblematik angeht. Wir haben in Mecklenburg-Vorpommern bei der Übergabe des Landes, als wir ja nicht mehr in Regierungsverantwortung waren, 2006 einen ausgeglichenen Haushalt übergeben. Also, auch die Linke kann offensichtlich mit Geld sehr gut umgehen. Und zweitens, wir haben in Brandenburg seit diesem Jahr ebenfalls einen ausgeglichenen Haushalt. Dort regiert die Linke. Wir haben in Berlin deutlich das Defizit zurückgeführt. Und das alles haben wir mit sozialem Augenmaß unter Berücksichtigung tatsächlich der Grundbedürfnisse, der Lebensbedürfnisse der Menschen in den Ländern gemacht. Also es geht auch anders als sozialer Kahlschlag und damit auch, es geht im Interesse der Bürger. Ja, das war das, was ich Ihnen zu sagen habe.